Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge My Time at Porsche. Wir sind zurück am neuen Morgen oder zu diesem neuen Morgen. Und ich war gestern noch dabei, die Dinger hier einzusacken, obwohl ich dann halt ohnmächtig wurde. So ist es richtig gesagt. Wir sammeln das Zeug hier mal schnell ein und dann werden wir die vier einfach mal genau hier dran setzen. Wir haben natürlich auch Post, ich sehe das. Und wir haben auch Ressourcen, auch das sehe ich. Ja, also wir versetzen das, wie gesagt, hier hinüber. Komm schon. Na, geht doch. So. Auch den werden wir jetzt einfach mal umsetzen. Der passt nämlich auch ganz gut hier hin. Und die Öfen, die kleinen, werden wir jetzt auch einfach mal hier hinsetzen. Weil wir werden uns jetzt erstmal die neuen Gebäude gönnen. Die haben wir uns ja auch verdient. Ja, zumindest eins der beiden Gebäude können wir uns gönnen, weil da sind noch nicht alle Dielen fertig. So, schauen wir uns mal die... erstmal die Materialien an und dann die... was ist das? Emily! Unterhalten! Ich würde echt gern eine Bestellung Kürbistorte essen. Ich kann mich gar nicht an den Geschmack erinnern. Okay. Okay, das ist neu. Das Symbol zumindest. Ja, Post. Einmal von Merlin. Das ist das erste Mal, dass ich eine Verabredung hatte. Weißt du, sie war nicht so überzeugend. Ich dachte, es gäbe irgendwelche Offenbarungen oder eine Erleuchtung. Aber ich schätze, da habe ich falsch gedacht. Diese Märchenbücher sind wirklich irreführend. Experiment fehlgeschlagen. Was soll's? Hier nimm die Kamera, sie gehört dir. Danke für deine Kooperation. Ja gut. Von der Handelsgilde, dafür gibt es ein paar Energiesteine, ja, weil ich zu spät da war. Und die Werkstättenrangliste, wir sind Platz 1 geworden. Herzlichen Glückwunsch, du warst letzten Monat auf Platz 1 der Werkstättenrangliste. Du bist ein großes Vorbild und inspirierst uns alle mit deiner Werkstatt. Wir freuen uns sehr über einen so tollen Handwerker in Porsche. Mach weiter so gute Arbeit, hier ist deine Belohnung für den ersten Platz. Yes, baby. So. Okay, wir haben die Kamera für May oder Mai oder whatever. Wir gehen aber zuallererst zu ANG Constructions. Mann, jetzt regnet es aber gerade Kohle. Aber nicht lange. So, da ist unser Grundstück. Und da haben wir... genau, da brauchen wir die Bronzerohre noch und die Eisenholzziegel für den Stall. Und den Stall hier kann ich schon bauen und das werden wir auch tun. Oh, stellen wir den erstmal hier hin? Oder drehe ich den und stelle ihn da hin? Irgendwo, wo Platz ist. Ach Gott. Stellen wir ihn so hin. Nee, geht auch nicht. Stellen wir ihn so hin. Ja. Die Montagestation würde ich gern verschieben. Und zwar einfach mal dahin. Ist ja egal, wo die jetzt erstmal steht. Solange bis wir die restlichen Materialien haben. So. Das war jetzt der normale Stall. Wir gehen jetzt erstmal May besuchen und im Vorbeigehen reden wir mit Scraps. Und schenken dem einfach mal ein bisschen Fleisch wieder mal. Oder möchte der vielleicht was anderes haben? Was soll ich jetzt mit dem Zeug eigentlich?
Ja, wir geben ihm das bisschen Fleisch da. Es gibt immerhin 2 Rufpunkte, das Beste ist gar keiner. Und da ist Mai. Wow, das ist eine echte Kamera. Muss schwer gewesen sein, eine herzustellen. Mit dieser Kamera können wir unsere Zeitung ganz schön aufpolieren. Vielen Dank, ich nehme das als Zeichen meiner Dankbarkeit. Die Kamera ist verfügbar. Ja, okay. Kann ich irgendwo die Kürbistorte kaufen? 129% Marktpreis. Ey, wir müssen die Hocker verkaufen. Uiuiui, wir müssen die Hocker... Habe ich die Hocker dabei? Wir müssen die Hocker verkaufen. Ich hoffe, das ist bei Pauli auch so. Ja, 129%, let's go. Weg mit den Teilen. Schauen wir gleich mal, ob wir vielleicht noch mehr herstellen können. Steine müssten wir echt viele haben. Gucken wir mal hier wegen der Kürbissorte. Ah, okay, unterhalten wir uns mit Sonja. Und tschüss. Und Tafelrunde und... Nö. Damn it. Oder war das für die Verabredung? Ich weiß es gar nicht. Ja, schauen wir dann. Vielleicht können wir uns ja mit Emily verabreden. So, da steht unser neuer Stall. Steinhocker. Ah, wir haben noch jede Menge Stein. Wir machen einfach nochmal 200. So. Mangranstallbahn. Was stellen wir denn jetzt her? Bleierz. Wir machen einfach nochmal Bleibahn. Ja. Wir machen einfach Bleibahn. Die Hocker. Wo habe ich denn die? Da. Let's go. 600 Hocker. Halt. Lass uns ein Foto machen. Ja, bla bla. Wir schauen uns das selber an. Ja, nehmen wir das. Und Foto machen. So, danke Emily. Mist, was wollte ich denn jetzt machen? Ah ja, die Hocker verkaufen. Mann, bin ich doof. Gut. Er hat 8200 und 6000 bekommen wir plus 7200. Ah ne, da waren die 800 schon dabei. Willst du noch irgendwas haben? Was soll ich mit diesem... Ah. Weiß gar nicht, was ich mit dem ganzen Zeug da soll. Ah.
Ja, komm. Perfekto. Und was wir jetzt auf jeden Fall machen werden, ist, wir werden zum McD rüber gucken und uns einfach einmal ein Pferdchen gönnen, jetzt wo wir einen Stall haben. Nur, was brauche ich zum Füttern? Oder wie funktioniert das mit dem Füttern? Gar nicht, weil ich noch kein Vieh habe. Okay. So, der zur Miete hat natürlich alles super toll und so. Das weiße Pferd hat schon wesentlich stärkere Werte. Ja, komm, ist gekauft. 15.000, easy. Ah, da. Yeah, baby. Das ist ja gleich mal was anderes. Das ist ja gleich mal was anderes. Wir haben ein Pferdchen, yes. Cool. Dann schauen wir mal, wie weit die Dielen sind. Die Dielen sind fertig, oder? Wie viel habe ich denn jetzt? 8 wir das Ganze mal. Da, 8 Stück, 2 Dielen fehlen noch. 2 Stunden 30. Da haben wir die Bronzerohre. Sehr nice. Okay. Wir gehen auf jeden Fall mal in die Handelsgilde. Oh, cool. Jetzt sind wir endlich ein bisschen schneller unterwegs. So. Guten Tag. 3 Regenschirme, nein, danke. 4 Bronzeplatten. Auch ganz schön teuer. Eingerüstetes Fleisch. Ne, wir nehmen heute nichts an. Das ist schon gut so. Müssen halt am nächsten Tag dann früher da sein. Damit wir einen guten Auftrag bekommen. Interagieren. Streicheln. Aha, okay. Okay. Glaube fast, dass wir hier ein bisschen umbauen müssen. Das gefällt mir gerade alles nicht so. Wie lange dauert denn das Ding dann noch? Ja, wir müssen auf jeden Fall hier ein paar Sachen. Ich stelle jetzt einfach mal alles so knapp zusammen, wie es geht. Damit wir unsere Gebäude herumschieben können. Ja, die letzte Diele ist gleich fertig. So. Und die ganzen Kisten. Oder vielleicht nutze ich den Platz da hinten für die Gebäude dann. Und dann sollte da halt nichts stehen. Und die letzte Diele ist fertig. Einsacken und hopp. Und zack. Und zack. Und zack. So.
Ein, ja, let's go, hopp hopp. Oh, um 10 Minuten zu spät. Okay, das heißt, wir werden das einfach morgen machen. Goddammit. Okay, wir haben auch ziemlich wenig Platz. Das heißt, wir werden jetzt endlich mal wieder ein paar Reihen hier freischalten für unser Inventar. Das reicht ganz genau noch für den Stall. Und dann gehen wir einfach mal in die Mine für die restliche Zeit. So. Ja, wir haben sogar noch bezahlt. Cool. Cool, cool, cool. Wir brauchen ja sowieso wieder Discs. Nachdem wir ja jetzt nur noch teure Forschungen haben. Minenmusik ist immer noch cool. Mag die. Eulenuhr. Gib mir coolen Stuff. Immerhin. Und wenn das so weitergeht, werden wir bald wieder ein Grundstücksupgrade brauchen. Dann ohne Ende. Was soll ich denn jetzt mit den ganzen Federn? Ich mag die Musik in den Minen. Ist so richtig beruhigend. Und wieder ein Schläger. Ich hatte schon lange keinen Raum mehr. Ein Raum wäre echt mal cool wieder. Schade. Alte Teile, Bücher, okay. Vielleicht sind die Bücher ja was für Merlin.
Wenn ich jetzt so gerade drüber nachdenke. Ah, das war's schon. Yay, wieder ein Teil. Die Wunderlampe. So, dann dahin. Jo, und dann gehen wir mal raus. Das reicht erstmal. Wir haben noch gar nicht in die Belohnungsbox von dem Möbelzeugs reingeschaut. Ein Stuhl. Ein Lederstuhl, um genau zu sein. Maximale Ausdauer plus 5. Auch okay. Ist auch okay. Ja gut, meine Lieben, dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Kommentar, ein Like oder ein Abo da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also bis dahin, macht's gut und ciao.